Ich immer mit Fox rein. Also wenn du das ordentlich flink spielst, mit der Hitbox kannst du viel machen. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe im Moment das Gefühl, dass Heavies ganz gut performen. Und deswegen sage ich, Flora gewinnt. Alles klar. Oh, der einzelne Laser, der da zurückgesaugt wurde. Ja. Und 2% Schaden macht. Heftig. Zack. Also ich meine so zum Beispiel auch Incineroar so. Eigentlich so, weiß ich nicht. Unfassbar langsam. Aber... Oh, genau, hier. Halbes Gesicht nur. Das andere ist auch so wie bei Two-Face. Ja, ich hatte original auch gerade im Kopf. Bisher... Ja, zweimal der Sauger nur getroffen, ja. Ja. Ah, jetzt so langsam kommt der Damage. Ja, oh, auf. Ja, so. Super. Ja, wir könnten ja vielleicht am Boden irgendwie so mit diesem pinken Tape irgendwie einen Streifen machen, dass die Leute wissen, wo sie sitzen können oder so. Dann, ja, dann ist immer perfekt. Können wir gleich mal bei einer Pause gucken oder so. Wird sich schon lohnen, weil die Kameras einfach so nice sind. Ja. Ich kann es nicht anders sagen. Immer wieder. So nice. Ab sofort alles sind schick hier. Ja, genau. Wo Ice-T und Therion haben schon gespielt. 3-0 Therion. Trotzdem danke fürs Hinweis. Für den Hinweis. Ich glaube, Therion gewinnt MZ. Ich call das. Oh, okay, ja. Alles klar. Alles klar. Der Boy rastet heute aus. Und er hat schon mal gegen STM gewonnen. Manchmal ist er einfach drin. Manchmal fühlt er es einfach. Das ist crazy dann. Und deswegen müssen wir das nächste Set auch unbedingt on stream haben. Nur gegen wen wird das nächste Set sein? Jetzt im Moment... Ach, guck mal. Ich dachte, Justin hat wenig Prozente bekommen, aber es ist schon der zweite Set. Ja, oh, schon. No! Okay, konnte sich da auf jeden Fall noch retten, das ist gut. Es wird so viel geschildert, aber... Oh, oh ja, die okay. Banger. Irgendwann kann man es halt nicht mehr schälen dann. Der klatscht, der Gordo. Die Banger klatscht noch mehr. Und auch der Gordo klatscht. Und... Oh, ich dachte... Das wäre so clean geworden von Flora. Ja, okay, jetzt kommt die Up-Tilt-Madness. Ich wünschte, der wäre ein bisschen mehr wie ein Smash 4. Obwohl eigentlich Fox in jedem Smash-Teil basically der gleiche Charakter ist. Ich spiele ihn auch immer. Das ist immer der erste Char. Das erste Game, was ich Smash spiele, neues, ist immer mit Fox. Jedes Mal. Okay, ja. Das war noch nie anders. Auch im ersten Game nicht. Im zweiten, im dritten, im vierten immer Fox. Weil der, ja, ist einfach, weiß ich nicht, gut, um ein Spiel kennenzulernen. Und das Spiel. Er ist halt auch einfach so speedy, ne? Da ist dann halt auch okay, alles klar, von dort aus geht's ein bisschen weiter runter, von der Geschwindigkeit her, vom Playstyle her. Mhm. Und von daher immer ganz gut herauszufinden, wie die Engine gerade funktioniert. Ja, genau, auch so mit Fastfall und Endlag und so ein Kram kann man mit immer ganz gut rausfinden. Ja. Wie ist es bei euch so? Das ist doch eine nette Chatfrage eigentlich. Obwohl, weißt du was, das machen wir zwischen den Matches. Erstmal gucken wir, wie das hier läuft. Und es ist ja genauso die Situation, die ich meine, in denen halt Heavies Vorteile haben, wenn sie halt hohe Prozente haben, bei einem Hit weit wegfliegen, aber nicht sterben und dann wieder Zeit haben. Und gerade DDD kann dann halt irgendwelche Gordos spammen und hat 1000 Sprünge, kann total defensiv spielen. Also in der Situation immer schon ein großer Vorteil für den Heavy. Ja. Jetzt im Moment perfekte Situation. 60% ist auch schon Kill-Prozent so... Hä? Eingesaugt? Ist ja. Wieder rausgekommen? Kann DDD das nicht wie Kirby rauscanceln quasi? Also ich dachte, der könnte den nur direkt rausspucken. Nee, also eben hat Flora auch schon einmal ein bisschen länger im Mund gehabt. Okay, ja. No Timeout. Das geht dann doch schneller, als man denkt manchmal. Gut.
Gut, also erstes Game geht an Flora. Und jetzt die Frage an euch. Gibt es einen bestimmten Char in Smash, den ihr immer am Anfang von einem neuen Smash-Teil spielt? Immer so das erste Game, wen pickt ihr da? Wie gesagt, bei mir immer Fox, bei meiner Freundin immer Kirby. Ich kann dir das gerade gar nicht ehrlich gesagt sagen. Also ich weiß, dass ich mein erster Charakter, den ich bei Dings, bei Melee gespielt habe, war auf jeden Fall Link. Aber da hatte ich auch noch richtig krasse Zelda-Phase bei mir. Okay, so. Zelda. Ja. Und Brawl war es, glaube ich, Samus. Also ich bin da eher so ein bisschen, okay, worauf habe ich gerade Bock? Ach, guck mal, DDD kann tatsächlich auch seine Zeit schlucken. Das wusste ich bis heute nicht. Und ich wette, wenn ich DNL, der auch DDD maint, das morgen frage oder heute, ob er das wusste, dann sagt er nein. Sheik. Ja, Sheik ist auch ein nicer Charakter, glaube ich, um eine Engine kennenzulernen. Ich habe letztens Smash-Spiel gespielt und da auch mal Sheik. Oh meine Güte, war gut. Die war so insane. Ich kann dir nicht sagen, genau warum. Kannst du nicht sagen, aber irgendwie ist die einfach crazy in Smash-Spiel. Was ich ganz gerne mochte, war Sheik in Melee, weil du dann ja noch die Peitschenmechanik hattest. Na, und dann konntest du richtig eklig an der Ledge immer so ein bisschen rumwiggeln oder im Kreis immer. Also du konntest die richtig cool situativ benutzen. Das vergessen, ja. Okay, also dieses Game sieht auf jeden Fall besser aus für... Oh oh. Ja. Ah ja. Ja. Genau. So. Ja, das war readable. Das war wichtig. Aber auch jetzt schon wieder fast schon Kill-Prozent. Ohne den Rage vielleicht nicht mehr. Aber das Game könnte jetzt ganz anders aussehen, wenn Justin es schafft, jetzt ordentlich Damage zu machen. Eine ab, er muss nur treffen und dann geht's direkt los. Ja. Aber erstmal offstage. Oh, okay. Oh, okay. Glück gehabt, glaube ich. Okay, ja. Mhm. Und dann bitte die ab erst noch. Okay. Ja, die Nair, die Dash Attack. Fox ist schon ein cooler Charakter. Ich habe auch mal den Game gespielt. Oh. Ja. Kann ich nicht killen mit dem Upsmash. Ja, das war mit dem Upsmash schon so gut. Ja, Tatsache. Okay, hat schon gekillt. So, ist das dann vielleicht auch das erste Set mit Justin, was er hier machen kann? Vielleicht. Meinst du jetzt am Stream oder gegen Flora? Die erste Runde gegen Flora jetzt. Ah ja, okay. Erstes Game, ne? Ja, erstes Game. Ja. Ja, Justin, bekanntlich ja lange Zeit der Mr. siebter Platz gewesen. Jetzt gerade schon fünfter. Aber das ist so gerade so ein bisschen die neue Rolle von ihm. So fünfter Platz. Hat jetzt die Chance, mindestens vierter zu werden. Gerade sieht es auch echt ziemlich gut aus. Und das musst du halt auch machen, so als so ein schneller Charakter. So. Immer overwhelm, komplett einfach spielen, ohne dass der Gegner spielen kann. Heftig comboen, pressuren, mit der Frame der da zerstören. Gerade funktioniert es gut. Aber Flora ist halt Spielerin, die immer DD spielt, also es gab natürlich auch Momente, in denen sie Kirby gespielt hat oder so. Oh mein Gott! Wie so ein Baseball hochgeworfen und haben BUM! Ja, da darf man dann tatsächlich auch. Ja, also irgendjemand im Chat hatte schon gesagt, dass Justin die Up-Air falsch die-eyed hat. Und wenn er die richtig die-eyen würde, hätte er wahrscheinlich nicht so viel Angst vor der Up-Air und müsste dann nicht air dodgen. Das ist die Lore. Oh, das ist die Lore. Okay, sehr gut. Klasse Backseat Gaming hier auf jeden Fall. Nee, aber die Abwehr, ja, die muss man richtig hier einsetzen. Das ist wirklich richtig scary. Okay, mal gucken. Auf FD entscheidet sich jetzt. Ja, okay. Ja, das ist Joker, Persona. Ja, auf jeden Fall.
Ich sag's dir, die Musik ist einfach geil. Persona hat, also ich meine, die Stage ist ziemlich cool und dass du sie in verschiedenen Farben hast, ich meine, die ist total grell, ne? Aber ja. Die blaue geht voll klar. Auf blau hast du gefühlt auch die beste Musik. Eine, glaube ich, ist auf gelb auch richtig cool und ein paar auf rot. Ey, ich mag das Rote tatsächlich, weil das auch so zum so Main-Theme vom Spiel ganz gut passt. Mhm. Man könnte mal erst die einen, dann kann man selber bestimmen, ob man links oder rechts ist. Ah, okay. Ja, ich bin, was SDI und DI angeht, in diesem Spiel nie wirklich warm geworden. Am besten konnte ich das in Brawl und Smash 4. In diesem Spiel, ich mache das halt nach Gefühl, aber ich könnte es dir jetzt nicht so wirklich sagen. Und früher war das dann ja auch eher so, dass du gucken musstest, wie der Charakter, der dich angreift mit einer Abwehr, zu dir steht. Mhm. Also ob er dir zugewandt oder mit dem Rücken zu dir zeigen ist, und dann konntest du sehen, wie du die ein musst. Und heute ist es eher so, bist du auf der linken oder rechten Seite. Und ich bin mit Cross-Ups und so einem ganzen Kram nie so wirklich warm geworden. Ja, ich bin ehrlich, da bin ich nicht so drin versiert. Ja, guck mal, also jetzt sieht es eigentlich genauso aus wie letztes Mal. Nur, andersrum. also ich meine, letztes Mal hat Flora auch hart hinten gelegen. Aber halt zurückgeholt, ne? Und es steht auch 2-0 immer noch. Also, ich bin immer noch argwöhnisch. Ich sag, da müssen jetzt erstmal die Up-Airs kommen. Wenn dann nicht die Up-Airs kommen, dann gewinnt Flora das Game auch noch. Ja, schauen wir mal, ob Justin da jetzt gleich liefern kann. 150, Max Rage. Perfekt, um ein paar Up-Airs zu starten. Up-Airs! Yes. Komm schon! Muss lauter schreien. Abwärts! Okay. Ah, da, guck mal, da ist er, da ist er, da ist er. Komm noch ein. Da würde ich tatsächlich sagen, einfach fischen. Abwehr fischen. Hoch, einfach hoch und abwärts. Oh, die Kamera reingesprungen. Okay. Jetzt wieder bei 0%. Mal schauen, mal schauen. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass ein Stock noch... aber unter dem Gordo durch genau das Zeitfenster genutzt und den Upsmash rausgehauen. Sehr gut. Ja, 2-1. Es hätte auch 1-2 stehen können, also jetzt für Justin. Aber 2-1 für Flora. Mhm. Gewinner muss gegen Therion. Oh. Ja, die Chance kann man ja wieder nutzen, um ein bisschen zu pluggen und so. Also hier, ne, Twitch TV / Key Gaming Port. Ihr könnt gerne mal ein Follow dalassen oder Subscription oder ein Twitch Prime. Das wäre sehr cool. Und wenn Twitter. So, ja. Sorry. NIZ_SSB. Da könnt ihr alles sehen, was wir so an Content haben, beziehungsweise so die ganzen Aftermaths, Fotos und Grafiken zu unseren Turnieren. Wir haben auch NIZ Smash auf Instagram und Kill Gaming Pods auch auf Instagram. TikTok anscheinend auch, da wollen wir auch starten. So Kombos und so ein Kram, coole Momente, lustige Momente, Hype-Momente, alles einfach... ja, eigentlich perfekter Content für TikTok und sowas. Definitiv. Ne? Genau, richtig. Oder falls ihr auch noch Fans von Counter-Strike 2 oder von League of Legends sein solltet und ihr hattet auch Lust, hier bei uns im Key Gaming Pod auch nochmal davon ein Turnier mitzumachen, mit Ausrufezeichen MM oder Ausrufezeichen S-Port, findet ihr dafür alle nötigen Informationen, um hier auch dann mit teilnehmen zu können. Genau, gönnt euch. Also falls ihr aus Kiel oder so aus der Umgebung kommt, schaut doch gerne mal vorbei. Es gibt hier wöchentliche Events meistens, ne? Und ja, man kann auch hier Mitglied werden tatsächlich. Ist ein e.V., eingetragener Verein. Genau, richtig. Okay, da haben wir den ersten Stock. Wir eignen uns auch super, wenn du vorher ein bisschen spielen möchtest und dann zum Abiball. Das ist auch super gut dafür. Also dieses Game
sieht so aus wie das davor und das davor. Nur den Ausgang kann man daher noch nicht sehen. Ja. Richtig, also im Chat wurde ja gerade schon geschrieben, Justin hat sich einfach mal entschieden, jetzt zu gewinnen. Ja. Vielleicht also, tut er es. Also ich sehe schon sehr, sehr defensiv. Wartet genau auf den Moment, in dem er attackieren kann und da ist das Timing dann einfach auch richtig gut. Und in der Zwischenzeit macht er halt ein bisschen Damage mit Laser und Flora hat hier echt Probleme zu killen gerade. Wo ich das sage, Tomahawk und dann einmal kurz Purzelbaum und schon ist es even in Stocks, aber nicht in Prozenten. Aber jetzt ist es auch schwer für Justin zu combo'n. Also nur diese eine Combo ahne ich noch, und zwar im Nähen für Upsmash. Die könnte noch funktionieren gerade. Aber wenn das Zeitfenster weg ist, ne? Oh mein Gott. Dann... Oh oh. Oh, das war's. Das war okay. Okay. Mal gucken. Mal gucken. Ob sich das jetzt zieht. So eine Max-Rage-Geschichte wird. Das ist auf jeden Fall die Chance jetzt gerade für Flora, das Ganze noch zu drehen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, da war schon fast die Abwehr und ich glaube, die hätte gekillt bei 63. Mhm. Hätte wirklich killen können. Ich meine, bei Max Rage. Oh ja! Oi! 200%. Okay. Und das ist Worst Nightmare für den Fox. Weil die Attacken, die killen schon seit 30%. Und die es nicht tun, tun es auch in 30% nicht. Er muss jetzt einfach oh, die Back Air. Das holt er sich auch. Jetzt hat er Back Air. Okay. 63%. Die Lead ist jetzt nicht riesengroß, aber Justin versteht es gut, diese zu erhöhen. Ja, scheint so, als hätte er jetzt wieder richtig Faith gewonnen. Oh oh. Boah, das wird hier schon sehr knapp und oh, schöner Spike hier. Schöner Spike, aber auch schöner Tag von Justin mit dem Prez-Tag hier. Wichtig, sehr, sehr wichtig. Aber trotzdem die Kopfnuss und wir sind even in Stocks und das wird auf jeden Fall, also mal gucken, ob die Nerven von Justin da durchhalten, weil das ist eine eklige Situation. Ich würde auch defensiv spielen, aber guck mal, siehst du? Ja. So eine Situation und dann passiert sowas immer. Und jetzt wird's creepy, ich sag's euch Jungs. Das wird ganz creepy jetzt, Jungs und Mädels. Die Situation wird knapp. Oh mein Gott. Ah, geht lieber nicht. Aber hier der Upsmash. Okay. Also, das ist hier der Ausgleich. 2-2. Ja, vielleicht geht jetzt Justin echt für einen Reverse-Flip und holt sich jetzt alles. Kann voll sein, aber du hast gesehen, ne? Also sobald es irgendwie heißt, okay, die beiden haben einen Stock, auch wenn Flora 200% hat, ja. Es wird einfach, die Stimmung ändert sich. Und das ist einfach dieses, ja, heavy, schwer, aber gleichzeitig auch super stark. Ne? Also, mal gucken. Ich sag ja, irgendwann kommt das Ganon-Comeback und dann ist Ganon einfach der beste Char. Ja, ich und Nam, ne? Noch ich 10 Jahre. Wer hat heute nochmal Ganon gespielt? Du und Nam? Ja, ach, Namen, okay. Ja, ich genau. So wie Vietnam. Weißt du? Also, damit habe ich nichts am Hut noch. Nee, aber wer hat jetzt heute hier noch G-Dorf gespielt? Takumi? Ja, Takumi. Kurumi hatte. Kurumi. Ist noch im Rennen? Oh, ich guck mal. Das ist ja im Silberbracket. Ja. Kann sein. Also war tatsächlich noch im Winners. In Winners-Zeit. Deswegen könnte es sein. Stark! Starke Combo hier von Justin. So, was followt jetzt? Was followt jetzt? Wo findet er die Opportunity, jetzt hier den Wechsel zu machen, um mit einem Stock in Führung zu gehen? Okay, und wenn wir uns das Bracket mal angucken, eine Scouty gerade im Grand Finals im Silberbracket. Yo, das ist seine Chance. Ey, das wär's ja mal. Das wär richtig cool. Scouty einfach mal Sieger vom Silberbracket, auf jeden Fall. Hätte er sich verdient nach dem turbulenten Tag. Ja, echt. Nach einer Panne. Aber zurück
ins Game. Ist eigentlich genau wie die anderen Matches auch, also die letzten drei zumindest. Ja, halt diese Riesen-Lead, aber hohe Prozente auf Flora. Den Early-Kill nicht bekommen, ist halt auch schwer, ne? Ja. Zeitfenster näher absmash. Aber ja, jetzt muss ich halt Justin überlegen, wie er den Kill bekommt, ob es vielleicht mit einer Backair passiert oder mit einem Smash. Ah, viele Moves hat Fox da tatsächlich nicht. Nee, hab er noch. Dann muss ich langsam eilen, weil er ist auf jeden Fall schon. Situation, dass es so viele Prozente sind, dass er rausfliegt. Und das ist jetzt eine Lead für Flora. Nope, alles klar, alles wieder offen. Das war wichtig. 2-2, 2 Stocks. Oh mein Gott, 33,3% von dem einen Gordo eben gerade. Das waren zwei Gordos, diese 59,5. What? Das sind auf jeden Fall richtige Unterwasserminen, die Dinger. Die Baller rein. Ja, aber schnell ausgeglichen. Natürlich heißen diese Prozente nicht, naja, bei verschiedenen Gewichtsklassen auch verschiedene Dinge. Mhm. Aber so grundsätzlich hat Justin jetzt noch ungefähr 50%, ein bisschen mehr, um hier einen Kill zu kassieren. Oh. Ich würde mir ja mal einen Upbeat-Kill oder sowas wünschen von ihm. Die Upbeat, das ist klar, unkonventionell und total risky, kann man aber in manchen Situationen tatsächlich nutzen und macht 30 Schaden. Also wenn die volle Upbeat trifft, 30 Schaden. Und das ist halt ein Multi-Hit, ne? Kannst du machen, um Get-Ups zu readen und so ein Kram oder wenn Leute einfach nur im Schild rumstehen. Ja, und auch dieser Explosionseffekt, wenn du ihn dann auf die Stage landest oder so, ne? Und noch eine Dash-Attack. Wow. Die Brawl-Attacke, der Trip. Oh. Guck mal, das ist jetzt wieder ein Match, wo Flora eine Lead hat. Und ja, das erste Game sah auch nicht gut aus für Justin. Mal schauen, ob er da zurückkommen kann. Er fischt auch ziemlich nach Backair gerade. Ist einfach eine unschöne Situation, ne? Also einfach ein Char mit mehreren Sprüngen und starken Attacken und... Ja, schwierige Situation gerade für Justin. Nachdem er so gut zurückgekommen ist. Okay. Okay, da hast du deinen Upbeat-Kill. Ja, okay, jetzt kommen die Traps. Oh. Jetzt kommen die Traps. Oh, da kommt erstmal keine. Oh, da kommt sie wieder. Du. Und bing! Okay. Gutes Timing. Ja. Und das war's. Wow. Damn. Aber ein krass knackiges Game hier. Ja, auf jeden Fall. Absolut. Cooles Set gewesen von den beiden. Ja, und.